Herz schlägt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu der letzten Folge der FIFA 20 Werder Bremen Karriere. Heute wird es das XXL-Finale dieser Karriere geben. Und leider habe ich da schon mal eine Nachricht, die euch nicht so erfreuen wird. Wir werden nämlich ein bisschen was simulieren, weil, wie gesagt, ich habe keine Zeit mehr, bis FIFA 21 rauskommt. Deswegen werden wir das Halbfinale simulieren und einfach mal hoffen, dass wir da weiterkommen und dann das Finale in der Champions League spielen und das Finale im DFB-Pokal und dann auch mal gucken, wie das in der Bundesliga aussieht. Wenn wir das Spiel gegen Leverkusen noch spielen müssen, wenn es da um was geht, werden wir das machen. Ansonsten werden wir das, denke ich, mal weglassen. Es tut mir natürlich leid, wenn sich Leute darauf gefreut haben, dass sie die Spiele noch sehen. Wir haben einfach nicht mehr genug Zeit, weil Ende der Woche soll FIFA 21 bei mir losgehen mit der Vorabversion und da mit dieser Trial-Version, die ich hier habe. Und ja, dann wollen wir da rein starten. Und ich denke mal, darauf seid ihr auch gehypt. Und wenn ja, dann lasst da schon mal einen Daumen nach oben da. Und wir werden jetzt gleich mal direkt in die erste Simulation reingehen. Als erstes sind wir zu Gast bei Stuttgart. Ihr seht rechts schon die Aufstellung. Wir müssen mal wieder die B11 ranlassen, weil wir gegen Inter Mailand auf jeden Fall die allererste Garde brauchen. Und ich bin mal gespannt. Stuttgart eigentlich unten drin, sollte man schaffen. Wir klicken direkt mal drauf. Es müsste eigentlich den Sieg geben. Und damit, ja, sieht das auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Sargent trifft seit Ewigkeiten mal wieder. Bailey und Akanji treffen auch. Damit wird sich jetzt entscheiden, ob wir ins Champions League Finale einziehen oder nicht. Inter Mailand ist der Gegner. Wir spielen zu Hause und das, ja, müsste eigentlich eine gute Nummer werden, weil unsere Mannschaft ist richtig stark. Ich hoffe einfach mal, dass sie das runterreißen. 2-2 haben wir gespielt. Wir waren auswärts, also wir leicht im Vorteil mit 2 Auswärtstoren. Aber ja, wenn wir hier sowieso verlieren, dann hat das auch gar nichts mehr zu sagen. Also ich simuliere direkt und ich hoffe, dass das jetzt was wird. Kommt Jungs, bringt das nach Hause. 3-2, wir waren in der Verlängerung und Tavares macht das Ding in der 103. Spielminute. Tavares schießt uns ins Champions League Finale. So will ich das sehen, Leute. Jetzt der FCA vor der Tür. Wir haben eben gesehen, beziehungsweise ich habe eben gesehen, Schalke hat gewonnen. Die haben jetzt ein Spiel mehr als wir, sind aber punktgleich, weil wir das Spiel ja noch nicht gespielt haben. Das heißt, wenn wir gegen Augsburg gewinnen, gehen wir mit einem 3-Punkte-Vorsprung in den letzten Spieltag. Und das wäre sowas von safe, wenn dass wir da dann weiter sind. Vor allem wegen dem besseren Torverhältnis. Dann sollten wir safe Meister sein. Und ja, ich hoffe jetzt nicht, dass wir choken gegen Augsburg, weil dann wird das nochmal eine ganz enge Nummer. Ich quatsch nicht groß drum herum. Das nächste Spiel, was simuliert wird gegen Augsburg, wir gewinnen 4-1 und ich lege mich fest, das ist die Meisterschaft. Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Weserstadion und Leute, wir gehen doch selber ins letzte Spiel der Fußball-Bundesliga rein. Das letzte Bundesligaspiel in der Werder Bremen Karriere in FIFA 20 und ich möchte sehen, wie wir hier die Meisterschale nach oben stemmen. Es dürfte dem eigentlich nichts im Wege steht. Ein allerletztes Mal sind wir hier im Weserstadion in dieser Karriere. Das nächste Mal werden wir es in FIFA 21 sehen. Wir schauen auf die Tabelle. Wir sind 3 Punkte vor dem FC Schalke 04 und das Torverhältnis spricht definitiv für uns. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit für Schalke. Wir müssten hier abgeschossen werden und die müssten auch hoch gewinnen. Dann könnte das noch was werden, aber mit der Offensive, die wir haben, glaube ich nicht, dass wir hier so krass untergehen werden. Eine ganz starke Mannschaft haben wir und deswegen schauen wir jetzt auch mal direkt auf die Aufstellungen beider Teams. Wir beginnen mit der Aufstellung von uns. Fischer im Kasten. König, Konaté, Akanji und Tavares bilden die Viererkette. Kral, Braun und Harit im Dreier-Mittelfeld. Eggestein, Scheibe und Rodrigo. Dann die Dreier-Offensive. Ihr seht schon, ich lasse Leute spielen, die sonst auf jeden Fall nicht den Startplatz innehaben. Ich gucke einfach mal, wie das läuft. Da sind auch ein paar Spieler dabei, die auch nochmal ihren Einsatz kriegen sollen, wie die Jugendspieler. Radetzky im Kasten in Leverkusen, Azobnin, Soyuncu, Lovren in der Dreierkette, Paulinho, Amiro, Ceballos, Mittelfeld, Correa und Mecha und Keane, die Dreier-Offensivspieler. Links außen war Lookman, reiche ich nochmal kurz nach und damit gehen wir jetzt rein ins letzte Bundesligaspiel. Harit, wir stecken durch auf Scheibe, kann Scheibe schon mal direkt die Weichen Richtung Titel stellen? Leider nicht, Radetzky kann parieren. Jetzt Tavares über die Außenbahn. Der Mann hat uns ins Champions-League-Finale geschossen. Der kann was. Der bringt ihn in die Mitte. Radetzky dazwischen. Harit durchgesteckt. Auf Scheibe. Ist es jetzt an der Zeit, dass wir das erste Mal in dieser Partie treffen? Scheibe. Der sollte auf Eggestein. Oh. Scheibe. Jetzt aber mal. Jetzt ist es doch mal Zeit. Scheibe. Und wir treffen das Tor wieder nicht. Jetzt. Scheibe. Jetzt muss es doch mal passieren. Scheibe und wir treffen wieder nicht, Digga. Die wievielte Chance vergibt der Junge eigentlich schon? Es war auf jeden Fall die letzte Chance der ersten Halbzeit. Wir gehen mit 0-0 in die Pause und es ist kein allzu gutes Spiel. Wir waren das ein oder andere Mal relativ frei durch mit Scheibe, aber haben es dann nie vernünftig zu Ende gebracht.
Wir gehen trotzdem unverändert rein, weil das vielleicht die letzten Minuten von einigen Jungs hier in dieser Karriere auf dem Platz sind und die wollen wir ihnen natürlich auch gönnen. Harit, jetzt runter auf Jojo Eggestein. Digga, Jojo, dann mach du es. Wenn Scheibe es nicht macht, Jojo! Leute, ich bin hier am Verzweifeln, ne? Ich bin einfach am Verzweifeln. Oh, sehr lang. Ja, aber Scheibe hat den Ball. Das sollte eine Schussfinte werden, Alter. Wir wechseln zweimal aus. Übrigens Saliba für Konaté einfach fitnessbedingt. Und wir müssen Rodrigo runternehmen und bringen Vogel. Rodrigo ist angeschlagen. Harit, jetzt mit einem Ball auf Eggestein. Das dürfte kein Abseits gewesen sein. Jojo, sag mal so langsam. Ey, also. Ey, ich weiß schon, warum die Leute jetzt hier ihre letzten Minuten auf dem Platz sammeln, ey. Weil sie für andere Finals als das hier nicht geschaffen sind. Ey, Kral, wie schlecht war das denn, Fischer? Oh. Gut gespielt von Leverkusen und das ist das Lattenkreuz von Metscher. Das war ja richtig stark gespielt und ein richtig starker Abschluss. Harit schickt da Vogel auf die Reise. Also wenn wir jetzt nicht mal so langsam jetzt diesen Ball da reinkriegen. Das wird eine Meisterschaft mit einem 0-0, ey. Ecke, vielleicht muss König nochmal zuschlagen, aber es kann nicht sein, Leute. Es will einfach nicht. Nächste Ecke, jetzt geht der Akanji hin. Ja. Ey, Leute, ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir kriegen diesen Ball einfach nicht rein, aber überhaupt nicht. Kral, jetzt auf Scheibe. Jetzt nochmal auf Jojo. Jojo Eggestein, Dankeschön. Das 1-0 in der 87. Spielminute für Werder Bremen. Es ist zwar jetzt nicht mehr allzu wichtig, weil die Meisterschaft so gut wie sicher war. Aber jetzt wollen wir sie ganz souverän eintüten. Chancenverwertung miserabel in dem Spiel. Aber Jojo Eggestein mit links macht ihn endlich rein. Dankeschön. Jetzt aufpassen. Wir wollen das doch jetzt nicht noch viel. Ey, Leute, wenn das gleich auch so läuft, kriege ich hier einen Nervenzusammenbruch in dem Video, ne? Das ganze Spiel passiert nichts. Dann schießen wir die Führung und genau dann trifft Leverkusen. Danke für gar nichts, EA. Ja, danach passiert nichts mehr. Aber wir sind mit dem 1:1 Meister geworden und damit haben wir den ersten Titel in dieser Saison eingefahren. Ich hoffe, es folgen zwei weitere und ich glaube, Leute, ich bin jetzt erstmal raus mit der Kamera. Ich würde sagen, ihr genießt hier einfach mal die Animation und die Jubel. Damit werfen wir nochmal einen Blick auf die Spielinfo von dem Spiel, was uns hier zur Meisterschaft gebracht hat. Wir waren das überlegenere Team, der Sieg wäre verdient gewesen. Aber von 9 Schüssen aufs Tor nur einen reinzumachen, das ist nicht ganz so stark. Und damit ein herzliches Willkommen aus Berlin und es geht instant rein ins nächste Endspiel. Und jetzt geht's wirklich um was. Eben hätten wir ja gewinnen können, also wir hätten ja Meister werden können, wenn wir nicht mal gewinnen. Jetzt müssen wir selber gewinnen, Leute. Jetzt geht es um was. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Tore. Und dafür ist auch die allererste Garde aufgestellt. Es geht um den DFB-Pokal. Hier nochmal der Weg beider Teams. Leipzig und Werder mit 6:1 konnten wir Hoffenheim im Halbfinale raushauen. Und Leipzig konnte mit 2:0 Borussia Dortmund bezwingen. Und ja, beide Mannschaften haben auf jeden Fall keinen allzu leichten Weg hinter sich. Auch wenn es bei uns eigentlich ganz dankbar ist, wenn man bedenkt, dass wir zweifacher Pokalsieger in Folge sind. Holen wir den Pokal-Hattrick, Leute. Holen wir ihn oder holen wir ihn nicht? Schreibt es in die Kommentare. Wir werfen einen Blick auf die Aufstellung. Gulaschi im Kasten der Leipziger. Hüsey, Upamecano, Denaya und Dinier in der Viererkette. Leimer und Keita, denke ich mal, auf der Doppelsechs. Ja, Zygankov und Sabitzer auf den beiden Zehnerpositionen. Und die beiden Stürmer Werner und Wesley. Also ein richtig schneller und ein richtig bulliger Stürmer vorne drin. Da müssen wir auf jeden Fall bei Flanken aufpassen, denn da sind wir immer gerne etwas anfällig, obwohl es an der Größe und dem Körper eigentlich
nicht fehlen dürfte bei uns in der Innenverteidigung. Aber irgendwie klappt das doch immer nicht so gut. Also sollten wir da vorsichtig sein. Bei uns wie immer Fischer im Kasten. Eine Änderung zur sonstigen Startelf gibt es. Ralf König bleibt drin. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, fand ich. Deswegen hat er sich verdient. Konaté, Akanji, Tavares bilden die restliche Viererkette. Eggestein, Dominguez auf der Doppel-8. Olmo auf der 10 und Bailey, Rashica und Rodrigo. Die Dreier Offensivspitze. Rodrigo war zum Glück nach dem letzten Spiel nur leicht angeschlagen und ist heute wieder vollkommen fit. Und damit gehen wir jetzt rein ins Pokalfinale gegen RB Leipzig. Leipzig beginnt mal richtig stürmisch. Hier müssen wir aufpassen. Leimer auf Werner. So schnell kann das gehen. Nach 4 Minuten liegen wir hinten. Was ist denn jetzt los? Leipzig zeigt uns hier mal ganz schnell, dass die hier auf jeden Fall im Kampfmodus sind. Könnte der Traum vom Triple jetzt schon platzen? Fragezeichen. Man weiß es nicht. Das war richtig stark gespielt, aber natürlich die Abwehr auch nicht ganz auf dem Posten. König. Muss man das da, glaube ich, ankreiden, der da Werner aus den Augen verliert. Es wäre bitter, wenn die Entscheidung von uns das hier vermasseln würde. Aber wir geben jetzt auf jeden Fall noch nicht auf. Weiter geht's, Leute. Rashica mit der Hacke auf Rodrigo. Rashica leitet die Bälle auf jeden Fall sehr gut weiter in dem Spiel. Aber das ist nicht alles. Wir probieren es mit... Och, du Heilige. Rodrigo jetzt auf Rashica. Wenn einer die Dinger machen kann, dann Rashica. Aber wir haben seit dem letzten Spiel die Scheiße am Fuß. Dominguez, das ist kein Schuss. Rashica auf Leon Bailey. Jetzt aber Olmo. Das muss es sein. 1:1. Wir sind wieder da. Richtig stark gemacht. Haben wir Gulashi dann nochmal ausgespielt, der da ein bisschen optimistisch rausgelaufen ist. Es war ja dann klar, dass wir den in die Mitte legen. Und Olmo schiebt den lockerlässig 1:1. Weiter geht's. Rashica wird da auf die Reise geschickt. Rashica ist schnell. Unser Top-Torjäger. Unser Top-Torjäger macht den nicht rein. Aber unser Problemspieler, Leon Bailey, ist zur Stelle. 2:1. Wir drehen das Ding. Dass der erste aber auch schon wieder nicht drin ist, das ist so typisch für die heutige Episode. Mit den Chancen, die wir liegen lassen. Aber Leon Bailey ist ja da. Im Nachschuss der Mann mit der Nummer 14. Macht den rein. Wir schauen uns das nochmal an. Rashica pfeilt schnell, wie er den Naya davon kommt. Gulashi hält ihn dann mehr oder weniger mit der Schulter oder was das da war. Aber dann Leon Bailey zur Stelle. 2:1 Werder. Nuno Tavares geht hier über die Außenbahn. Der ist auf jeden Fall auch richtig schnell. Wir versuchen ihn in die Mitte zu legen und er kommt an. Und Dani Olmo. Will der hier etwa zum Helden werden heute Abend oder was? Das könnte ein denkwürdiger Abend für Dani Olmo im Trikot des SV Werder Bremen sein. Er macht sein zweites Ding hier. Richtig stark, 3:1, Leipzigs Abwehr löst sich da so ein bisschen auf. Ich habe zwar niemals damit gerechnet, dass der Querpass ankommt, weil die Nummer 6 ja eigentlich davor war, macht das aber richtig schlecht. Ja, und dann muss Olmo nur noch einschieben, 3:1 Werder. Damit ist das auch der Schlusspunkt der ersten Halbzeit. Nach einem Blitzstart der Leipziger hatte ich kurz ein bisschen Angst, aber wir haben auf jeden Fall das Zepter der Handlung hier wieder in die Hand genommen. Denn wir führen eine 3:1 und jetzt wird es schwer für Leipzig, würde ich sagen. Wir gehen unverändert rein in die zweite Halbzeit. Ich sehe nämlich auch keinen Grund zu wechseln. Olmo schickt da Bailey auf die Reise. Die ist eigentlich gar keine Dreierkette, aber es sieht danach aus und ich dachte, er wäre drin. Bleibt beim 3:1. Olmo auf Rashica. Was eine Parade von Gulashi. Das hätte alles klar machen können. Beim 4:1 hätte ich mich festgelegt. Aber dazu kommt es nicht. Gulashi pariert glänzend. Jetzt aber Dani. Scheiße am Fuß, Olmo. Jetzt aufpassen, Madison. Leipzig kommt hier auf jeden Fall. Die geben sich nicht auf. Warum auch? Ist ja noch alles möglich. Aber so laden wir sie natürlich auch dazu ein, Cucurella. An den Pfosten war das schlecht in der Abwehr von uns, Alter. Heilige Mutter. Rashica sieht da unten Bailey laufen. Das hat er richtig gut gesehen. Haben wir eigentlich keine Anspielstation mehr. Doch, Rashica kommt mit. Nochmal Bailey und das ist es immer noch nicht. Also so langsam, es ist ja nicht, also, nee. Timo Werner probiert es nochmal. Kunja, wir werfen hier echt alles rein und es wird belohnt bisher. Damit laufen die letzten Minuten und das dürfte es jetzt gewesen sein. Der Schiedsrichter beendet auch diese Partie und wir gewinnen und holen Titel Nummer 2. Richtig stark, Bailey trifft und Olmo macht einen Doppelpack. Die zweite Halbzeit mega langweilig. Ist irgendwie gar nicht so verdammt viel passiert. Aber im Endeffekt haben wir es geschafft und das ist doch alles, was zählt. Leon Bailey jubelt hier ganz zurecht. Und ja, auch wieder hier lasse ich euch mit diesen Jubelszenen mal alleine, dass ihr die Stimmung hier aufsaugen könnt, Leute. Verstand,
auch bei diesem Spiel werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf die Spielinfo. Ballbesitz war Leipzig deutlich überlegen, aber sie haben nicht wirklich was damit anfangen können nach ihrem Blitzstart. Also deutliche Überlegenheit auf jeden Fall auf Seiten der Bremer und damit geht auch der Pokalsieg in Ordnung. Der dritte in Folge und der zweite Titel in dieser Saison. Leute, ist das Triple drin? Holen wir es oder holen wir es nicht? Rein in die Kommentare. Bevor wir jetzt reingehen ins Champions-League-Finale, wollen wir uns nochmal die Bundesliga-Statistiken anschauen. Wir sehen hier auf jeden Fall, Rashica ist der Top-Torjäger und holt sich den goldenen Schuh oder die goldene Kanone. Was ist es denn? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall die Torjägerkrone. Sagen wir es einfach so, 25 Buden hat er gemacht in 28 Spielen. Das ist eine verdammt, verdammt gute Quote. Vorlagengeber, Top-Vorlagengeber ist Zygankov von Leipzig, aber Rashica wieder weit oben mit dabei. Ansonsten noch Harit, Bailey und Dominguez dabei. Ihr könnt ja gerne pausieren, wenn euch da noch was anderes interessiert. Wir sehen hier ohne Gegentor, da sind wir nur mit 5 Spielen vertreten. Das ist nicht ganz so stark. Gelbe Karten und rote Karten sind wir gar nicht mit dabei. Und generell, das ist die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga. Mit 4 Punkten Abstand sind wir Meister geworden. Wir schauen natürlich auch nochmal, wer hier abgestiegen ist. Köln in der Relegation, HSV und Union Berlin direkt runter. Damit werfen wir jetzt auch nochmal einen Blick auf unsere Mannschaft. Denn wir werden nicht mehr ins Menü zurückkehren. Ich werde diese Karriere nach dem Champions-League-Spiel während der Jubelsequenz beenden. Und deswegen werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Mannschaft. Wir sehen hier eine richtig gute Mannschaft, die nicht ich geformt habe, Leute, sondern die wir zusammen geformt haben. Mit euren Transfervorschlägen. Ich glaube, ich habe keinen Spieler geholt, den ihr nicht auch mal vorgeschlagen hattet. Also von daher ist das eine Karriere, die wir zusammen richtig gerockt haben. Wir haben natürlich jetzt keinen Jugendspieler, der so krank durch die Decke gegangen ist, leider. König noch der Beste, der im Endeffekt nicht mehr gespielt hat, weil der nicht der Allerschnellste war. Jetzt hat er sich aber wieder ein bisschen zurückgekämpft. Scheibe auf jeden Fall richtig guter Mann. Aber irgendwie kommt er nicht auf eine bessere Gesamtstärke, warum auch immer. Ich weiß nicht, an welchen Ecken und Enden es ihnen da noch fehlt. Und ansonsten, Vogel ist auch ein richtig guter, hatte jetzt nicht so viel Zeit, sich zu beweisen. Harit ist eine kleine Legende, weil er gar nicht so gut ist, aber trotzdem die ganze Zeit bei uns ist. Eggestein, ein Spieler, der von Anfang an bei Werder ist, den wir behalten haben, der auch auf jeden Fall durchweg seine Einsätze kriegt und hier auch auf die Bank kommt. Friedel ist noch da. Gut, Sargent auch. Sargent hat aber Leistung nicht gebracht und Friedel einfach nicht mehr gut genug. Ruscher, Braun und Stucki. Auch noch 3 Jugendspieler, die diese Karriere doch schon ein bisschen geprägt, ist das falsche Wort, aber begleitet haben auf jeden Fall. Leider jetzt ausgemustert, weil sie den Schritt in die Profi, zu den Profis nicht geschafft haben. Und der lustigste Flop-Transfer überhaupt, Ihattaren. Ja, mit der Datenbank, auf der die Karriere gestartet wurde, auf jeden Fall kein so krasses Talent, wie er eigentlich ist. Und damit, Leute, ja, seht ihr die Mannschaft, die wir zusammen aufgebaut haben. Und damit, ja, sehen wir sie noch ein einziges und ein letztes Mal in Aktion. Und das im Champions League Finale gegen Piemonte Calcio. Damit ein herzliches Willkommen hier aus der Johann Cruyff Arena, in der dieses Jahr das Champions League Finale stattfindet. Piemonte Calcio gegen den SV Werder Bremen. Ein Kampf der Giganten. Piemonte Calcio hat immer noch einen 38 Jahre alten Cristiano Ronaldo im Kader. Wir schauen schon mal hier ein bisschen nach links, ob er denn auf dem Platz steht. Aber es sieht nicht danach aus. Zumindest konnte ich ihn da gerade noch nicht erblicken. Vielleicht ist er auch etwas weiter hinten gelaufen. Ich bin gespannt. Wenn wir einen Cristiano Ronaldo gegen uns haben, dann kann hier auf jeden Fall alles passieren. Da habt ihr gerade auf jeden Fall nochmal den Weg eingeblendet gesehen, den beide Teams gegangen sind. Und ich gucke mal da unten rechts. Nee, ich glaube, ich sehe keinen Cristiano Ronaldo. Wir können ja gleich nochmal gucken, ob der vielleicht auf der Bank Platz genommen hat. Auf jeden Fall, unsere Aufstellung kennt ihr ja. Da braucht sich auch nichts groß dran ändern. Die Jungs machen das hier Spiel für Spiel immer wieder gut. Haben uns jetzt schon eben den DFB-Pokal rangeholt. Dann kann jetzt der nächste Titel folgen und jetzt genießt einfach mal die Hymne. Damit werfen wir jetzt den Blick auf die Aufstellung beider Teams. Wojciech Szczęsny im Kasten bei Piemonte Calcio. Auf der Bank sehen wir den Mann mit der Nummer 7, Cristiano Ronaldo. Aber der Startelf: Pereira, Hermoso, De Ligt, Klostermann in der Viererkette. Havertz, Bentancur, Rabiot, Dybala im Vierer-Mittelfeld. Enge Raute sieht es mir aus. Jovic und Rashford, die beiden Stürmer. Richtig starke Mannschaft.
Und wenn da noch ein Ronaldo am Ende kommt, dann ist die Kacke am Dampfen. Unsere Mannschaft auf jeden Fall, wie immer, Fischer im Kasten, König Konaté, Akanji, Tavares in der Viererkette, Eggestein, Olmo, Dominguez im Dreier-Mittelfeld und Bailey, Rashica und Rodrigo bilden die Dreier-Offensivreihe und damit geht es rein ins Champions-League-Finale. Und wenn wir jetzt vielleicht mal über oben kommen, Bailey kann da mal Gas geben, Klostermann fehlt da hinten ja. Wir müssen dann nur an De Ligt vorbeikommen und das kriegen wir mehr oder weniger hin. Wir probieren es tatsächlich mal mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Umilad Rashica mit dem Kopf rankommt, aber keinen Druck auf die Pille kriegt. Wir stecken durch Dani Olmo. Will der sich in der heutigen Folge zum Helden machen? Es war ein Fehler, dass ich nochmal gestoppt habe. Aber ich wollte nicht mit links schießen. Übrigens gerade ein stylischer Pass von Maxi Eggestein. Milot Rashica! Er trifft das Aluminium. Das hätte die ganz, ganz wichtige Führung sein können. Oh, Havertz steckt den durch. Und ich glaube, Rashford müsste es gewesen sein, der da geschossen hat. Scheitert an Fischer. Ganz, ganz wichtige Parade von unserem Rückhalt. Da hätte beinahe geschehen sein können. Aber direkt im Gegenzug versuchen wir hier zu kontern. Rashica kommt da gut vorbei. Wir legen nochmal rüber auf Olmo. Der Typ ist aber sowas von der Man of the Folge heute. Richtig stark. Er trifft schon wieder. Ich hätte es mit Rashica probieren können, aber ich dachte, wir legen nochmal ab. Der hat so einen glänzenden Tag heute in der Episode. Und das sehen wir auch, warum. Dani Olmo bringt uns hier in Führung. Richtig gut mit der Schussfinte vorbei an De Ligt. Dann legen wir quer und Olmo muss den einfach nur noch reinschieben. 1:0 für uns im Champions League Finale. Oh nein, 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 ey. Ich habe alles versucht, das gerade noch irgendwie zu verteidigen. Man hat schon am Anfang gesehen, wo das hinführt, wie stark das gespielt war. Ja, und dann schiebt Jovic den im Endeffekt einfach ein. Damit wieder alles ausgeglichen. Es passiert die ganze Zeit gar nichts. Und dann zwei Tore hintereinander. So schnell ist die Führung wieder futsch, aber das war leider stark gespielt. Rodrigo legt rüber auf Olmo. Olmo, der gefühlt die ganze Karriere nicht so präsent war wie im heutigen Part. Und den dreht er leider am Langeck vorbei. Nein. Ganz großer Fehler von Olmo. Das war ein ganz großer Fehler von Olmo. Und Dybala vergibt. Glück gehabt. Ja, damit ist das der Schlusspunkt der ersten Halbzeit. Wir hätten vielleicht gerade nochmal umschalten können, aber der Schiri pfeift ab. 1:1 geht in die Pause und das kann wirklich in jede Richtung kippen im zweiten Durchgang. Das heißt, wir müssen voll fokussiert bleiben. Damit gehen wir auch rein in den zweiten Durchgang. Wir werden nicht wechseln. Diese Mannschaft hier muss es erstmal richten, solange die Fitness zumindest hält. Und damit haben wir gut Rodrigo auf die Reise geschickt. Ganz, ganz offen, wie sie da stehen. Und Rodrigo, das muss es sein, Mann. Er wird zum neuen Leon Bailey. Das muss die neue Führung sein. Rodrigo auf Rashica, bitte. Rashica, mach es klar, aber das ist viel zu eng. Das ist viel zu eng. Rashica, ist es aber nicht zu eng. 2:1, 80. Spielminute, wie auch immer wir da durchkommen. Und wie auch immer dieser Schuss am Verteidiger vorbeigeht. Wir müssen das nur noch halten. 2:1 Werder Bremen, 80. Spielminute. Wir schauen uns das nochmal an der 34 Grad. So kommen wir da vorbei und der Schuss geht an De Ligt vorbei und am Keeper und rein ins Tor. Heilige Mutter Maria, wir führen wieder. Nein, die kommen nochmal. Die kommen nochmal, das kann nicht sein. 87. Spielminute. Dybala mit dem 2:2, Mann. Jetzt sieht es nach Overtime aus. Akanji, einfach mal Schlag de Ballang. Havertz macht das da leider ziemlich gut gegen uns. Das dürft's gewesen. Okay, das ist es nicht gewesen, aber wir haben den Ball nicht. Also von daher ist es das gewesen. Es geht in die Verlängerung. Was ein Finale dieser Karriere, Leute. Unsere Leute sind noch erstaunlich fit. Wir bleiben erstmal mit der gleichen Elf drin. Es geht mit einem 2:2 in die Halbzeit der Verlängerung, Leute. Ich will echt nicht ins Elfer schießen. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Wir haben Harit für Olmo gebracht und Eggestein für Bailey. Die waren einfach nicht mehr fit genug. Rashica. Nicolas fucking Dominguez. 3:2. Wir sind wieder in Front. Wir müssen jetzt einfach nur mal diese Führung halten. Und dann haben wir diese scheiß Champions League gewonnen. Also Jungs, reißt euch am Riemen jetzt. Jetzt kämpfen und siegen. Rashica. Jojo Eggestein. Jojo Eggestein macht es nicht klar. Rashica. Ah, Rodrigo. Wir bleiben irgendwie im Ballbesitz. Rashica. Das ist doch wohl ein Foul. Luis Suarez auf Havertz. Havertz. Müssen da aufpassen. Jetzt nicht in der Nachspielzeit choken.
Havertz immer noch auf Rugani, jetzt auf Außenflanke Konaté. Wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Jetzt einfach nur halten oder weg. Jetzt einfach lang und damit ist Schluss. Mit diesem Pfiff endet offiziell diese Karriere. Und zwar mit dem Champions League Sieg, Leute. Was ein Finale. Was eine letzte Folge. Wir haben das Triple. Leute, was für eine Karriere. Mir fehlen die Worte, Alter. Diese Karriere war ja so auf YouTube für mich unfassbar bedeutend. Die hat mich über die 1000 Abos gebracht. Oder überhaupt in die Nähe der 1000 Abos und drüber hinaus gebracht. Sie lässt sogar den Ball im Hintergrund fliegen. Also diese Karriere hat wirklich für mich viel gebracht. Ich hätte, ehrlich gesagt, ich glaube, es war eine Saison zu viel. Weil die Lust in der letzten Saison bei mir echt richtig stark nachgelassen hat. Das tut mir leid, das hat man wahrscheinlich gemerkt. Videos kamen seltener. Jetzt wollen wir aber Freitag, würde ich ganz gerne mit FIFA 21 reinstarten, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig die Videos kommen werden, weil ich ja auch arbeiten muss und alles. Aber Leute, das ist das Ende der FIFA 20 Werder Bremen Karriere, der Champions League Sieg. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Karriere gefallen hat, wenn ihr gehypt seid auf FIFA 21. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bin raus mit dieser Karriere, ich bin raus für heute. Aber für immer mit FIFA 20. Also Leute, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich Freitag im neuen FIFA wieder. Und damit genießt jetzt nochmal die letzten Bilder.